Servus, es ist Samstag, Zeit für den Schrott zum Sonntag, Folge 73. Heute kümmern wir uns ein wenig um Kinderspiele, nachdem ich ja die letzten Wochen bei Daikatana ordentlich babysitten durfte, dachte mir, schauen wir uns doch einfach mal an, was für reale Kinder so alles produziert wird. Und das erste habe ich ja schon geteased, das erste Spiel. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlecht ist, wie Marcel behauptet. Die drei Fragezeichen. Das verfluchte Schloss. Basierend, hallo, Dark Metatron, Servus Spaceman. Basierend auf dem gleichnamigen Kinofilm ist jetzt auch der Grund, warum ich vorsorglich schon mal das Intro übersprungen habe, weil das auch aus Szenen des besagten Films besteht. Wir gehen einfach direkt ins Spiel rein. Ich kann aber kurz mal zumindest erwähnen, hallo Raumfahrer, was in dem besagten Intro zu sehen war. Das Intro fing an mit einer Videobotschaft und in dieser wurde ein Rätsel gestellt, das ich auch beim fünften Hinhören akustisch überhaupt nicht verstanden habe. Die drei Jungs beschließen natürlich sofort, dem Rätsel auf den Grund zu gehen und laufen auf besagtes Schloss zu. Und an der Stelle setzt dann das Hauptmenü ein, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ansonsten müsstet ihr mir kurz Bescheid geben, weil ich muss sie mir auf den Ohren auf jeden Fall schon mal ordentlich leise drehen. So. Wir haben hier einen Spielmodus, einen Arcade-Modus, Highscore. Den Arcade-Modus habe ich vorhin schon mal angeschaut. Da kann man wohl im Laufe des Spiels irgendwas freischalten. Vermutlich sind das die Rätsel, die man im Spiel hat. Kann gerne etwas leiser sein. Gerne. Na, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So. Wollte jetzt etwas leiser sein. Ich? Hallo Inso übrigens. Ich nehme an, da kann man später dann die Rätsel aus dem Spiel nochmal nachspielen. Das heißt, wir gehen einfach mal ins Spielen rein. Ich habe das Spiel heute erst installiert. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Okay, wir können einen von den drei Kindern wählen. Ist eigentlich egal. Nehmen wir Bob. Der Name ist kurz. Ehrliches. Ich kann auch nicht mehr das durchschreiben. Sehr schön. Zahlen gibt es auch keine. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Cutscenes aus dem Film raus. Wir müssen schnell wieder umkehren. Hier lauern große Gefahren. Das passt. Wer bist du? Hallo Bob, ich bin Caroline, dein russischer Schwan. Wenn es die Caroline aus den Büchern ist, nee. Ich glaube, da habe ich den Namen gerade verwechselt. Egal. Woher kennst du meinen Namen? Ich habe übersinnliche Kräfte. Mein Marcus Antonius? Wer? Du, Bob, bist der wiedergeborene Marcus Antonius. Ich habe es sofort gespürt, denn ich bin Kleopatra. Endlich sind wir wieder vereint, mein Geliebter. Ach du Scheiße. Ich glaube, die hat sie nicht alle. Ja, richtig unheimlich. Schön, dass sie da lauter Bilder einblenden. Aber ich habe die tatsächlich überhaupt nicht vor den Augen. Also es sind, die entsprechen überhaupt nicht dem, was man eigentlich aus den Büchern, aus den Covern her kennt. Oder generell aus der Beschreibung der Bücher. Ich könnte jetzt kein Bild irgendeinem Charakter zuordnen. Außer Caroline, das ist klar. So, sie will uns auf der Suche durchs Schloss helfen.
Und das ist dann wohl unsere Aufgabe. Finde das Geheimnis, das Stephen Terrell tief im Schloss versteckt hat. Auf der Suche musst du viele Aufgaben bewältigen, die in den Räumen des geheimnisvollen Schlosses auf dich warten. Mit dem Aufzug habe ich die Möglichkeit, zwischen den Stockwerken zu wechseln. Geht aber erst später. WASD und Pfeiltasten. Oh, schön, 3D-Shooter. Mit der Maus muss ich dann auf die Tür zeigen. Sehr schön. Oh. Ich habe so ganz heftige Doom und Drift Seven's Guest Vibes. Was? Fange die wegfliegenden Teile ein und platziere sie wieder an der richtigen Stelle. Also es scheint wohl so eine Art Minispielsammlung zu sein, das Spiel. Alter. Hä? Wo soll ich sitzen, wo die hingehören? Ah. Okay, jetzt zeigt's mir. Wie viele Zahnräder hat denn das Ding? Okay, Grafikfehler gibt's auch. Entweder treffe ich so schlecht oder der reagiert so schwierig. Gott sei Dank. Und auch noch auf Highscore. Also die Steuerung ist tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss jetzt echt in jede Tür rein, oder? Sammle so viele Kolben mit der übelriechenden Flüssigkeit wie möglich ein, um daraus Stinkbomben zu bauen. Du wirst sie später gut als Wurfgeschosse gebrauchen können. Sammle die lilafarbenen Reagenzgläser ein und schüttel sie. Zerstöre die grauen. Die Steuerung ist eine Katastrophe. Ja, super. Ich greife, dann muss ich die Maus rauf und runter bewegen. Aber manchmal ignoriert er das, die Bewegung mit der Maus komplett. Wahnsinn. So ein Schmarrn. Super, ich klicke mit der anderen Maustaste auf die grauen. Zerstöre die grauen. Ich klicke mit der rechten Maustaste drauf und die bleiben trotzdem da. Was für ein Schmarrn. Also manchmal tatsächlich so, als wenn er gar nicht mitkriegt, dass ich da jetzt irgendwas gegriffen hätte. Muss ich die auch schütteln? Nein. Linke Maustaste. Ach so, ich muss die linke und die rechte Maustaste drücken. Lass mich drauf kommen, auf den Schmarrn. Weiß nicht, hat jemand zufällig mal den Film gesehen? Und weiß, was das Ganze mit dem Film zu tun hat? 23, dann Arsch offen. Hä? Den habe ich doch gar nicht geschüttelt.
Also ganz im Ernst, bei dieser miserablen Steuerung. Wie? Hat zufällig jemand den Film mal gesehen? Kann mir sagen, was diese Spiele mit dem Film zu tun, ob die Spiele überhaupt was mit dem Film zu tun haben? Vor allem, ich gehe von Raum zu Raum und habe ein Minispiel nach dem anderen. Wenn die alle so katastrophal sind, lenkt die Ratte in die Falle, indem du ihr den Weg blockierst. Na, hoffentlich funktioniert die Steuerung hier wenigstens. In die Falle, ja. Super. Durch diesen kleinen Eingang soll ich sie schicken, oder was? Ach komm. Ist die Falle überhaupt offen? Oh Gott, nee. Keine Videosequenzen. Ich habe zumindest gelernt nach dem Debakel mit dem GZSZ-Stream. Hallo Peter. Kennst du den Film zu den drei Fragezeichen? Hi Powerlord. Offensichtlich hast du gerade tatsächlich Peter hergelockt. Ich habe wohl im Film einen Globus erwischt, angestoßen mit dem Schalter. Ja, es gab zwei Filme, das weiß ich. Das verfluchte Schloss. Mich wird einfach nur interessieren, haben die Spiele entfernt wenigstens was mit dem Film zu tun? Oder ist es jetzt hier einfach großes Filmmaterial? Ab einmal in Kisten sortieren. Schöne Anleitung. Farb einmal in Kiste packen. Hä? Sag mal, grün ist schon da auf grün, oder? Echt? Muss ich wegschmeißen? Ich nicht. Ach so, weil er leer ist jetzt da. Also, spannend, sehr spannend. Die Hörspiele kenne ich und das Gespensterschloss kenne ich sehr gut. Nur die Hörspiele haben ja nicht wirklich viel mit den Filmen zu tun. Außer, dass es halt dasselbe Franchise ist. Aber ich glaube, nicht mal die Sprecher wollten bei den Filmen dabei sein. Damit da keine Referenzen zwischen den Hörspielen und den Filmen bestehen. Nightbot? Achso, der Nightbot, ja. Das ist ja mal sowas von stupide. Jetzt schauen wir mal. Da habe ich noch zwei. Da habe ich zwei. Da ist eins. Was ist mit dem hier? Außer diesen ganzen Minispielen gibt es irgendwas, was das Spiel hier halbwegs interessant machen könnte? Ah, okay. Laufen kann ich auch.
sind ja alles nur Räume mit Minispielen. Also ich weiß ja nicht, wenn ich ein Spiel mit drei Fragezeichen spiele, dann erwarte ich wenigstens ein bisschen Adventure oder ein vernünftiges Rätsel und keine Minispielesammlung. Okay, die anderen Stockwerke kann ich noch nicht besuchen. Also muss ich tatsächlich erst Stockwerk für Stockwerk abarbeiten, wie es scheint. Es ging um die Synchronisation in so. Da wollten die nicht die Stimmen aus dem Hörspiel haben. Oder die Hörspielstimmen wollten nicht im Film dabei sein. Zumindest habe ich das irgendwann mal so gelesen. Aber ich verstehe so langsam, warum Marcel enttäuscht war. Sammle so viele Hagebutten wie möglich ein, um daraus Juckpulverbomben zu basteln. Ich bin hier gefühlt nur am Bombenbasteln. Achte dabei auf die Wasseranzeige der Pflanzen. Och, wie spannend. 35 Hagebutten vom Strauchglauben. Sehr schön. Gott sei Dank hat das Spiel kaum Geld gekostet. Mich würde halt interessieren, wer die Zielgruppe für das Spiel ist. Fans des Franchise eher nicht, weil die sind in der Regel älter. Und ich denke mal, für Leute, die den Film gesehen und gemocht haben, wird es einfach definitiv zu stupide sein. Das sind aber keine deutschen Schauspieler, oder? Mal schauen, ob hier da unten was steht. Ja, die drei Ausrufezeichen sind mir auch bekannt. Hoppla, da hüpfen wir wieder drüber. Okay, ich habe also Aufzeichnungen gefunden. Irgendwas muss er gefunden haben. Vielleicht sollte ich mir die beiden Filme mal zulegen. Scheint zumindest mal interessant zu sein, aber das Spiel ist es wohl definitiv nicht. Finde das oben abgebildete Teil, das ein anderes Geräusch von sich gibt und ersetze es. Ich kann Sounds abspielen und ein Teil ersetzen. Also ich habe die drei Ausrufezeichen noch nie gehört, aber... Okay, also machst du eigentlich ziemlich alles ein Geräusch. Wie soll ich das jetzt greifen oder was soll ich da jetzt mal genau machen? Ja, das ist ja schön. Ich habe das Teil gefunden, aber... Egal, was ich mit der Maus mache, ersetzt hier nichts. Nee, also irgendwie bin ich für dieses Spiel gerade zu blöd.
Was? Wieso kommt das dahin? Das ist ein völlig anderes Geräusch. Drück mal überall erst mit der rechten Maustaste hin. Schauen wir mal, was passiert. So ein Schmarrn. Okay. Nee. Nee, nee, lass mal. Also Chapeau auf jeden Fall an Marcel. Das ist wirklich Schrott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Kind gefällt. Bin ja nebenbei von AliExpress eine Billigkonsole für paar Euro bekommen kann, die dann auch noch einen ganzen Haufen NES-Spiele spiegeln kann, die alle mehr Wert haben als das hier. Also, auf jeden Fall Chapeau an Marcel für den Vorschlag. Das hat besser gepasst, als ich mir gedacht habe. Betrug beim Casting, Bann des Tarot. Kussalarm. Ja, das sind wir alle nicht die Zielgruppe. Mit den drei Fragezeichen sind wir alle irgendwie groß geworden, aber mit den drei Ausrufezeichen, das ist wohl die aktuelle Kindergeneration. Und ob die damit groß werden, weiß ich nicht. Na gut, versuchen wir das hier nochmal. Ah, schon wieder Hagebutten sammeln. Also die Spiele wiederholen sich auch noch. Herrlich. Gibt es jetzt einen anderen Schwierigkeitsgrad? Ich sollte im Übrigen auch die Pflanze nachwässern. Das hatte ich vorhin überhaupt nicht nötig gehabt. Und auch jetzt war es nicht notwendig. Jetzt will ich mal ganz kurz verschauen. Wenn ich jetzt auf Arcade gehe. Genau, das sind die Spiele, die ich geschafft habe. Die kann ich dann hier nochmal leicht, mittel und schwer spielen. Ja. Also gibt es 100 Räume und insgesamt 1, 2, 4, 6, 12 Puzzle, die sich immer und immer wieder wiederholen. Herrlich. Na gut, schauen wir noch mal. Laden. Okay, er speichert den Stand automatisch. Und wenn diese Anzeige rechts bedeutet, wie weit ich in dem Spiel schon gekommen bin, dann stehe ich noch ganz am Anfang. Du hättest als Kind lieber das gespielt als Quake? Jetzt mal abgesehen davon, dass du an Quake wahrscheinlich nur schwierig rangekommen wärst, aber ehrlich? Ah, schon wieder die Ratte. Das heißt, die waren noch nicht mal einfallsreich. Käse noch zu teilen? Nee. Das ist ja komplett
komplett random. So ein Schmarrn. Da ist schon wieder dieses Totenkopf drauf. Dieser Totenkopf. Das ist schon wieder das mit den Reagenzgläsern. Also ganz im Ernst, ich habe da hier auch alle Puzzle durch, oder? Schauen wir mal, ob wir noch andere Symbole finden. Dass wir vielleicht alle Spiele mal wenigstens gesehen haben. Das kriegt er gar nicht mit, dass ich hier der Maus schüttel. Ja, dafür schüttelt er Flaschen, die ich noch nicht mal angeschaut habe. Ich finde es schade, dass der Amiga Master jetzt gerade nicht dabei ist. Das war ja im Prinzip sein Wunschspiel. Also die Steuerung ist auf jeden Fall schon mal broken in dem Spiel jetzt. Er kriegt, haben wir es gar nicht mit, dass ich die Maus bewege. Das ist ja auch jetzt eigentlich auch kein Wimmelbildkram, das sind ja einfach nur Minispiele. Und tatsächlich auch nicht die besten. Schauen wir mal, ob ich vielleicht noch irgendein Symbol finde, das ich noch nicht hatte. Da haben wir schon wieder Flaschenschütteln, Hagebutte, Farbeimer. Was war das? Baue verschiedene Gegenstände zusammen. So gedrückt halten muss ich auch noch. Alter, wie spannend. Wie viele Gegenstände muss ich jetzt da zusammenklappeln? Nein. Ah, dann diese komische Geistergeschichte nebenbei, die völlig in den Minispielen untergeht. E gleich mc Quadrat. Zähle die abgebildeten Gegenstände und wähle nach Ablauf der Zeit das richtige Ergebnis aus. Ah, sehr schön. Zwei Schrauben. Vier von denen. Eine. Eine Maus. Zwei, drei, vier. Mäuse. Okay. Irgendwas übersehen. Ist da unten noch was? Achso, rechnen muss ich anscheinend auch noch. Also ich habe zwei Schrauben abzüglich der bis 1 plus 4 sind 5 plus 3 sind 8. Und jetzt muss ich halt dann warten, bis die Zeit abläuft, oder wie? Ich darf das auch keine Sekunde früher eintragen. Ich muss mich irgendwo verzählt haben.
Nee, dann war das wohl falsch. Egal. Wir haben es mal gesehen. Haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir schon wieder. Also man muss ziemlich häufig Flaschen schütteln. Oh ja, das haben wir noch nicht gehabt. Rohr platzieren, Rohr drehen, Rohr tauschen. Schließe die Lücken im Rohrsystem. Das ist bestimmt ein spannendes, innovatives Spiel. Oder auch nicht. Schön, ich habe ein graues Teil, ein gerades Teil, wo soll das hin? Ah, okay, ich kann es wegschmeißen. Was ist das jetzt? Ich muss jetzt so lange nachdenken, ob das richtig ist oder nicht. Anscheinend. Hallo Steffen. Wir spielen die drei Fragezeichen und das verfluchte Schloss. Das heißt, ich schaue jetzt gerade nochmal, was die alle so an Minispielen bieten. Weil die irgendwie vergessen haben, dass man bei drei Fragezeichen vielleicht ein Adventure draus machen können. Wirf die Röhre in die Luft, bevor sie rot wird und fang sie wieder, wenn sie grün ist. Was? Was? Ich nehme mal an, das hat bestimmt irgendwo einen Bezug zu zum Film. Keine Ahnung, wie viel Meter ich schaffen muss. So, jetzt so. Wird rückwärts gezählt. Spannend. Da darf ich wieder Hagebutten sammeln. Mäuse fangen, Hagebutten sammeln. Und wieder rechnen. Die nächste Aufgabe macht bestimmt Spaß. Was meint ihr? Glaube ich irgendwie nicht. Also, schauen wir uns nochmal die Rechnungsaufgabe an. Schrauben. 1, 2, 3. Dann habe ich hier dieses Rad. Einmal. Okay. Also, 3 minus 1 macht 2 plus 1, 2, 2 macht 4 und minus Anzahl der Ratten haben wir 1, 2, 3, 1.
Schauen wir mal, ob es diesmal angeboten wird. Oder habe ich da unten noch was gesehen? Nein. Yay! Ich nehme an, den Fahrstuhl komme ich noch nicht, dass ich mir die anderen Spiele auch noch anschauen kann. Weil ich werde jetzt bestimmt hier nicht 100 Mal Flaschen schütteln und Hagebutte aufsammeln. Also das ist jetzt tatsächlich sowas wie Spielzeitstreckung, hätte ich gesagt. Echt, ich komme nicht in den Fahrstuhl, um nur die anderen Stockwerke anzuschauen. Kurz schauen, also 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24. Ich habe hier unten 25 Räume gefüllt mit 1, 2, 3, 4, 5, 9 Rätseln. Also Rätsel, die sich immer und immer wieder wiederholen. Und dann habe ich noch 3 weitere Stockwerke, in denen nur noch 3 Rätsel mit dazukommen. Ganz im Ernst, das hat doch nie jemand durchgespielt. Das ist ihm doch vorher schon langweilig geworden. Ich muss ganz kurz auf die Uhr schauen. Okay, ich glaube, wir haben lange genug hier in dieses Spiel verschwendet. Ich habe ursprünglich gedacht, dass ich dieses Spiel etwas intensiver spiele. Ich bin richtig gehend enttäuscht. Tatsächlich. Kann sein, dass in den anderen Stockwerken noch irgendwas dazukommt oder so. Abwechslungsreiche Umgebung mit 100 Räumen und Verstecken. Das heißt 100 Mal diese 12 Rätsel. Inklusive vieler Zwischensequenzen aus dem Kinofilm, geeignet ab 8 Jahren. Das wird dir kein 8-Jähriger spielen. Das ist selbst denen zu langweilig. Finde die versteckten Schlüssel, forsche im Chemielabor und vieles mehr. Ja, genau. Nee, also das war definitiv nix. Dann gehe ich glaube ich auch raus aus dem Spiel. Nee. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht den Reiz weiterzuspielen. Was genau gruselt dich? Die Spielmechanik oder das Spiel? Naja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr vorbereitet als jetzt nur die 3 Fragezeichen, weil ich mir gedacht habe, dass das nichts ist, was vielleicht eine ganze Sendung tragen könnte. Und ich schalte mal kurz aufs Vollbild. Ich habe als zweites dieses hier rausgesucht. Die Kinderdetektive, Tiere in Not. Und hier haben wir auch tatsächlich ein Wimmelbildspiel. Im Übrigen, das sind die letzten Tage der Kamera. Da kommt demnächst definitiv was anderes hin. Ich habe mir einiges an Hardware jetzt besorgt. Ein Wimmelbildspiel von Erasus Media und Rondo Media. Eine spannende Detektivgeschichte aus 2 Perspektiven, 20 geheimnisvolle Schauplätze, mehr als 1000 Hinweise. Schauen wir mal, ob die es besser machen. So, da muss ich nur kurz den Knopf finden. Ich wechsle hier wieder rein. Und
Huh. Das ist komisch. Gerade vorher hatte ich es nämlich noch. Nee. Nee, okay. Kann aktuell diese Anwendung nicht grabben. Ist ja nicht so, dass ich es nicht vorher ausprobiert hätte. Man hört es schon, also das Spiel läuft schon. Aber sobald ich aus dem Fenster raus bin, verkleinert er mir das Ganze. Okay, ich versuch's nochmal. Ich finde das Fenster tatsächlich nicht. Dann machen wir es anders. Ich wechsle auch mal auf die. Okay, ich wechsle auf die Bildschirmaufnahme. Und schneide entsprechend aus. So, gleich mit der Taste. Genau. Muss ich noch hoffen, dass ich es erwische. Ja, natürlich nicht. Ja gut, ich lasse es jetzt noch nicht ganz. Hier muss ich noch ein bisschen einrücken. So. Ein bisschen besser. Ja, ich glaube, so kann ich es lassen. So. Ich habe jetzt mal kurz geschaut. Also. Die Kinderdetektive. Lautstärke passt oder ist zu laut? Da wird der ein bisschen leiser drehen. Ich kann jetzt hier Annas Geschichte oder Justins Geschichte auswählen. Entschuldigung. Und jeder hat sein eigenes Abenteuer, scheint so. Spiele einmal besuchte Orte so oft du möchtest. Das heißt, ich kann später auch in den Puzzle-Modus, genau wie vorhin im Arcade-Modus, die einzelnen Sachen nochmal anspielen. Dann gehen wir einmal in die erste Geschichte rein. Am Anfang kann ich wählen, ob ich die Geschichte aus der Perspektive von Justin oder Anna spielen möchte. Das haben wir schon gemacht. Ich habe eine Übersichtskarte mit Orten und manchmal muss ich mehr als eine Station lösen. Gut, man hat zumindest mal schon mal darauf verzichtet, das Ganze in 3D zu halten. Okay, super. Also das ist jetzt das ganz klassische Wimmelbild. Spurenliste. Hier wird aufgelistet, was du an einem Ort finden musst und wie viel Zeit ich dazu habe. Und die ganzen Hilfen, die ich finden kann oder nutzen kann. Dann gehen wir ins Spiel rein. Liebes Tagebuch. Wie jedes Jahr verbringe ich meinen Urlaub auf dem Hof meines Onkels. Ich freue mich total auf mein Lieblingspferd Bessie, meine Freundin Sarah und ihren Bruder Justin. Und ich bin gespannt auf Fridolin, Sarahs neues Kaninchen. So, liebes Tagebuch, nun muss ich aber packen. Heute geht es früh ins Bett, schließlich muss ich in aller Früh den Zug erwischen. Anna. Okay. Hier bei meinem Onkel muss ich nicht auf mein Fahrrad zurückgreifen. Hier wartet mein Pferd Bessie auf mich. Bevor es losgehen kann, muss ich noch ein paar Dinge für den Ausritt zusammensuchen. Onkel Mark ist gerade dabei, den Hof ein bisschen zu entrümpeln. Deswegen herrscht hier eine ziemliche Unordnung.
Vor der Scheune liegt auch noch einiges rum, was ich für meinen Ausritt brauchen könnte. Das heißt, wir haben jetzt hier die Übersichtskarte. Freundlicherweise kann ich genau einen Ort gerade besuchen. Den Pferdestall. Und das Ganze ist hier. Gesucht werden Dinge mit Hilfe von Umrissen. Relativ kinderfreundlich dargestellt. Ja, das habe ich gerade mitbekommen. Über den Teletubbies wird alles zweimal erklärt. Es ist allerdings schon ordentlich überladen. Gut, aber es hat zumindest mal den Vorteil, dass ich nicht über irgendwelche komischen Übersetzungen stolper. Von Gegenständen, die so gar nicht existieren. Das hatten wir ja auch schon mal. Ich habe im Übrigen auch dieses Spiel vorher nicht ausprobiert oder angespielt. Ich habe es jetzt zum ersten Mal installiert und lasse es gerade zum ersten Mal auch laufen. Okay, also ich kriege 100 Punkte. 100 Punkte pro gefundenem Gegenstand. Und, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, mir wird nichts abgezogen. Ah, doch, eine Zeitstrafe kriege ich. Knapp eine Minute wird ungefähr abgezogen, wenn ich zu oft daneben klicke. Oder? War das eine halbe? Eine halbe Minute wird abgezogen, okay. Ja, klingt fair. Allerdings steigt und fällt das Spiel ja immer mit der Story außen rum. Also das bloß Versuchen ist ja nicht wirklich das Interessante an dem Spiel. Ich habe außerdem das Problem, das was ich jetzt hier gerade ausgeschnitten habe, das ist alles, was ich bekomme. Also die Grafik skaliert auch nicht auf dem Monitor. Das heißt, wenn ich das Bild größer haben will, müsste ich die Auflösung meines Monitors runterschrauben. Und das ist heutzutage natürlich nicht mehr optimal. Das war jetzt von 2009. Da hätten wir es eigentlich auch schon besser machen können. Schmalzige Musik. Also irgendwie fehlt mir hier noch der letzte Gegenstand. Es wäre natürlich ideal, wenn das ganze Bild ein bisschen größer wäre. Ich weiß ja auch, warum die 20 Minuten angesetzt haben. Alter, entweder werden meine Augen so schlecht oder. Das Bild ist einfach zu klein. Wenn ihr den Gegenstand seht, einfach kurz einen Hinweis im Chat. Gerade an, so der letzte Mensch. So. Ach, die Lupe ist gleich die komplette Lösung. Ich dachte, damit kann man Ausschnitte vergrößern. Okay.
Achso, ich darf gar nicht. Ich krieg gar keine Story-Elemente, oder wie? Ich kann nur von Ort zu Ort rennen. Und was uns suchen. Okay, jetzt haben wir hier Begriffe. Aber es soll trotzdem kein Problem sein, nachdem es ja eine deutsche Produktion ist. Ich überlege jetzt gerade, bei dem letzten Spiel, da gab es eine wahnsinnig tolle Übersetzung. Es war irgendwie ein Schmetterling und ich musste einen Flughafen suchen, oder? Oder so ein Spielzeugflugzeug und ich musste irgendwas anderes suchen. Weiß jetzt nicht mehr. Zwei Bürsten. Fim. Ich brauche eine Fim-Rolle. Okay. Also Übersetzungsfehler gibt es nicht, aber Rechtschreibfehler. Überladen die Bilder. Und vor allem so völlig random Gegenstände. Das war das Pferd. Schlauch. So viele Gegenstände hier. Ich muss eigentlich auf Gegenstand suchen und dann schauen, ob er überhaupt in der Liste auftaucht. Ein Erste Hilfe. Koffer. Drei Schuhe. Wofür brauche ich drei Schuhe? Zählt es nicht als Bürste? Das war eine Bürste. Das ist ein Gürtel. Also wirklich schön, wenn die das Ganze irgendwie ein bisschen in den Kontext gepackt haben. Oder hätten. Ach, das ist das Schuh. Ja, wenn das jetzt wirklich nur ein Rätsel nach dem anderen ist, ist ja stinklangweilig. Ja, wie gesagt, es wirkt alles zu überladen, auch nicht so homogen. Also ich kenne diese guten Wimmelbildspiele, Artifacts Mundi habe ich ja schon mal genannt, wo die Bilder einfach irgendwie homogen wirken. Da kannst du gut mit dem Auge drüber gehen, die Gegenstände identifizieren. Aber das hier sind einfach random Fotos, die reingeklatscht wurden. Also teilweise ist das, was man hier sieht, eine Beleidigung fürs Auge. Und dann auch noch die Tatsache, dass das Fenster auf 640x480 größer ist, bei einem Monitor, der in HD-Auflösung läuft. Also ich kann hier tatsächlich nur die Hälfte erkennen von dem, was zu sehen ist.
Was war das, die Bürste? Ja. Ach, das war die Filmrolle. Was passiert eigentlich, wenn die Zeit ausläuft? Fehlt noch ein Schuh. Von vorne anfangen? Tatsache. Ich darf den ganzen Schwan nochmal von vorne anfangen. Die tauschen aber auch die Gegenstände nicht durch oder suchen, lass was anderes suchen. Das sind dieselben Sachen. Das heißt, wenn du ein gutes Ergebnis willst, schau an, was gesucht wird, such's raus und starte das Level neu und machst eine Top-Zeit. Da war ein Schuh. Da war einer. Ich glaube, den dritten Schuh. Also der Schlauch. Das erste Hilfe. Und dann fehlt ja noch der dritte Schuh. Ist da ein Kreis drum und ich sehe ihn trotzdem nicht. Ist das der Schuh, oder? Ach Gott. Super, jetzt komme ich aus dem Bauernhof raus. In irgendeinen random Garten. Ah, jetzt gibt es ein bisschen Story-Elemente. Ganz im Ernst, das macht doch keinem Kind Spaß. Bei mir macht es jetzt nicht Spaß, und ich habe solche Spiele durchgespielt, ohne Probleme. Und gerne. Das ist einfach nur völlig random Rätsel an Rätsel hinten angestellt. Mit ihrem Pferd zu ihrer Freundin geritten und wahrscheinlich ist der Hase verschwunden. Ja, genau. Irgendwie glaube ich, das Spiel wird auch nicht besser. Passiert jetzt irgendwas anderes? Nee, es erhöht sich nur die Anzahl der zu suchenden Gegenstände. Zumindest, das ist ja. Ach! Die Suchhilfe. Da habe ich eins von den Gegenständen gesucht. Ja, wird Zeit. Da ist noch eine Suchhilfe. Also, die sind gar nicht aufgelistet. Die tauchen nicht auf, wenn ich einen Gegenstand gefunden habe, und dann als Bonus, sondern die muss ich auch noch aktiv suchen. Nee. Also das Spiel ist es irgendwie nicht. Gehen wir kurz raus.
Ich will noch mal schauen. Ach nee. Spiel beenden. Wenn ich auf Justins Geschichte gehe. Okay, hier ist ein bisschen was anders. Die Freundin ist zu Besuch, also das ist eine parallele Geschichte. Das Kaninchen ist verschwunden. Tierheim. Okay, es wird hier auch nicht besser, aber es ist zumindest eine alternative Geschichte. Also es kann sein, dass insgesamt 40 Rätsel vorhanden sind. Es kann aber auch sein, dass die einfach nur in unterschiedlicher Reihenfolge kommen, dass genau dieselben 20 sind. Abwechslungsreiche Aufgaben lassen keine Langeweile aufkommen. Doch, tun sie. Das erste Hidden Object Spiel für Kinder. Hätte man spannender machen können. Anstatt das Stock Footage ausschneiden, einkopieren. Okay. Gehen wir mal raus aus dem Spiel. Denn ich habe ja noch ein drittes vorbereitet. Gehen wir kurz wieder ein Vollbild. Also, die Kinderdetektive ist irgendwie unspannend. Es sind einfach 20 Wimmelbilder, vermutlich in verschiedener Reihenfolge, die man nacheinander abarbeiten darf. Und man hat dabei auch keinen wirklichen Mehrwert, wenn man die einzelnen Geschichten durcharbeitet. Man hat keine Story dazwischen. Man hat einfach ein stupides Nacheinander suchen. Das ist definitiv selbst für Kinder zu langweilig, denke ich mal. Ich habe dann jetzt noch eine Sache auf der PSP. Das Mystery Team. So ein Spiel, das mir eher zufällig mal in die Hände gefallen ist. Der Text auf der Rückseite ist auch eher spartanisch. Ja. Die Kamera wird, muss demnächst wirklich getauscht werden. Vielleicht eine, die sich auch mal scharf stellt, wenn man es braucht. Untersuche 8 verzwickte Fälle. Halte wichtige Beweise mit der Kamera fest. Befrage Zeugen. Schalte jede Menge coole Minispiele frei. Löse unglaubliche Rätsel. Dann schauen wir mal, ob das Spiel hält, was die Verpackung verspricht. Einmal kurz das hier aus und dafür das hier an. So, dann schauen wir mal, da habe ich das Mystery Team. So, Gamepad. Unglaublich Rätsel, ja. Schauen wir mal, ob das Mystery Team es jetzt besser macht, was die anderen beiden vorher verkackt haben. Das Spiel speichert an bestimmten Punkten, ist in Ordnung. Ja, es gibt noch nichts über Minispiele bei Kindern. Ich kenne kein Kind, das keine Minispiele mag. Ich höre irgendwie nichts. Ah, doch. So. Ja, die Auswahl ist nicht sehr groß. Dann schauen wir uns mal das Spiel an. So, leider haben sie keine Sprachausgabe reingepackt. Aber wir lernen zumindest mal die ersten beiden von insgesamt 3 Personen kennen, mit denen wir agieren.
Und zwar die Vampirin Annabelle, den kleinen Sparks und okay. Können wir kurz mal überspringen. Und den Leutnant Colonel Green. Ich habe keine genaue Ahnung, was, wie weit die drei zusammenstehen, ob die nur miteinander arbeiten in einer Detektei oder ob die irgendwie verwandt sind. Auf jeden Fall schlechte Bildrate. Na egal. Auf jeden Fall ist es hier auch ein bisschen ein Wimmelbildspiel, kann man sagen. Nur nicht ganz so ungeschickt gebaut. Ich habe hier eine... Okay. Ah, das ist der Connell, genau. Im Prinzip muss ich jeden Ort nach möglichen Hinweisen absuchen. Na? Achso, ich muss rein scrollen. Ich krieg hier einen Hinweis, wo vermutlich was sein könnte. Zum Beispiel jetzt hier die Zeitungen. Wir haben neue Beweise. Wir können Verdächtige befragen. Okay, mit Select könnte ich dann auch die Szene wechseln. Ich habe hier oben den Counter für gemachte Fotos. In dem Fall jetzt 11. Und für gefundene Hinweise. Das heißt, es gibt hier noch weiteres zu entdecken. Alles, was ich finde, kann ich später in Gesprächen verwenden. Da ist was. Das ist der zweite Hinweis. Ah, da ist der dritte. Dann dürfte das der vierte sein. Nee, das gehört noch alles zum zweiten Hinweis. Das Plakat scheint jemand zerrissen zu haben. Genau. Und dann kommt jetzt eins dieser Minispiele, in dem ich dieses Plakat einfach zusammensetzen darf. Die anderen durchlesen sollen. Okay, mit dem. Ach so, die sind schon an der richtigen Position. Ich muss nur richtig hindrehen. Nee, die sind nicht an der richtigen Position. Ist natürlich relativ einfach vom Schwierigkeitsgrad her, aber für die Zielgruppe auf jeden Fall besser geeignet. Als jetzt zum Beispiel die beiden vorherigen. Nur finde ich, die Steuerung ist etwas sehr komplex für Kinder. Ich mag mich täuschen, aber weiße Farbe. So, das heißt, ich habe jetzt alle vier Hinweise gefunden. Ich könnte jetzt auch diese 11 Fotos machen. Gut, aber brauche ich jetzt erstmal nicht. Dann kann ich jetzt die Szenerie wechseln. Wir treffen auf Uwe. 44 Jahre alt, ein Mann mittleren Alters, der sich über neue Geschäftsmöglichkeiten mit seinen berühmten Dalmatinern freut.
Man munkelt, dass er bei den Auktionshaus schlecht gegangen, dass es dem Auktionshaus schlecht gegangen war, bevor mit der Versteigerung der Rassehunde begonnen wurde. Er besitzt dieses Auktionshaus, mag Geld und Apfelstrudel und mag keine Horrorfilme und keine Musik. Dann treffen wir auf Erik. Uwes Assistent ist 12 Jahre. Dass die alle schon einen Beruf haben in dem Alter. Er ist sein Sohn, arbeitet mit im Auktionshaus. Die Arbeit scheint ihm aber nicht zu gefallen. Ist in letzter Zeit nervös. Mag Musik, hasst Apfelstrudel. Na super. Und Oscar. Wir treffen auf Oscar. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was der gegen Apfelstrudel hat. So schöne Apfelstrudel mit Sahne. Richtig schön warm, am besten aus dem Ofen raus. Der Oscar, 39 Jahre alt. Ein Informatiker, wie im Buch steht. Stammkunde des Auktionshaus. Kauft aber nie etwas. Mag aber die Appetithäppchen. Mag nicht Geld ausgeben und Schlangen von Amazonas. Aber er mag Fußball und Computer. Ja, könnte ich sein. Wobei ich habe gegen Geld ausgeben ist nicht so viel. So. Das sind jetzt also schon mal die nächsten drei Leute, auf die wir treffen werden. Ich kann sie jetzt einzeln verhören. Das heißt, ich kann jetzt hier die einzelnen Fotos durchgehen, die ich gefunden habe. Eine zerkaute Zeitung. Muss mein Sohn Erik gewesen sein, natürlich. Es ist ein bisschen schade, dass es nicht vertont ist. Und das wäre für Kinder natürlich noch idealer. Aber zumindest sind es keine ausschweifenden Texte. Ist trotzdem ein wenig schade. Es ist nicht mein Hund, dass in dem Viertel so viele Hunde verschwinden. Okay. Er weiß nichts über schwarze oder weiße Farbe. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier aus dem Verhör wieder raus. Und so soll man eben nacheinander alles zusammensetzen. Die ganzen Hinweise, die wir gefunden haben, sehen wir auch nochmal an der Seite. Es werden viele Hunde vermisst. Schauen wir uns das nächste Mal an. Sahneflecken. Okay, also der ist mal absolut nicht hilfreich. Dann muss ich den nochmal verhören. Also, wie gesagt, es ist tatsächlich einfach relativ einfach gestaltetes Spiel. Man redet ein bisschen, dann durchsucht man wieder die nächste Location. Hier wieder der Hinweis, dass da was mit den Farben ist. Okay, es ist relativ offensichtlich eigentlich. Ich kann momentan noch nicht die anderen Räumlichkeiten besuchen.
Vielleicht kann ich über andere Themen reden. Nee, also ich kann tatsächlich nur diese drei Hinweise. Was passiert bei Tipp? Ach so, Tipp war gerade, dass was eingeblendet wurde. Habe ich mich vorhin verzählt? Ich sehe hier nur drei Hinweise, aber er hat doch vorhin angezeigt, dass er 4 von 4 gehabt hätte. Schauen wir nochmal. Da, 4 von 4 Hinweise gefunden. Da fehlen mir wohl noch irgendwelche Fotos. Okay. Also ich kann auch nicht einfach random irgendwas fotografieren. Da muss irgendwo noch ein Foto zu machen sein. Ah, okay. Jetzt habe ich alle Fotos gefunden. Jetzt darf ich auch in den nächsten Raum. Jetzt. Also es ist tatsächlich ein relativ einfaches Spiel. Nicht sonderlich ausufernd. Und wahrscheinlich auch eher leidlich spannend. Aber ich denke mal für Kinder, gerade für jüngere Kinder, kann es interessant sein. Es ist halt nur schade, dass absolut nichts vertont wurde. Ich habe gestern eigentlich kein Problem gehabt bei Phyrexus im Stream. Achso. Fotofilter ergänze das Bild. Das ist eine relativ einfache Variante von Kicks. Okay. War aber jetzt auch nicht sonderlich gut erklärt, muss ich sagen. Schauen. Noch 14, noch 11 Bilder und ein Hinweis. Liste der heutigen Bieter. Das heißt, ich habe jetzt alle Hinweise, jetzt brauche ich nur noch die restlichen Bilder. Irgendwo müssen noch zwei. Ach, da. Da ist einer. Da ist einer. Gute Frage, Paulas. So, das heißt, jetzt habe ich neue Bilder. Jetzt kann ich wieder das Verhör starten.
Und zwar mit den Bildern aus dem Flur. Er hat ein paar Hausschuhe mit derselben Sohle. Und ganz kleinen Fußabdrücken. Ist klar. Die Schokolade gehört seinem Sohn. Im Übrigen sein Banause, der Sohn. Es gibt nur eine Bieterin, Helga. Okay. Das heißt, wir kriegen eine neue Person, mit der wir reden können. Die wird das wahrscheinlich auch gleich vorgestellt. Helga, 34 Jahre alt, Tierschützerin. Sie ist vom Tierschutzbund, gibt sich als Bieterin aus, um Untersuchungen anzustellen. Sie vermutet, dass etwas Seltsames mit den versteigerten Hunden geschieht. Mag Tiere, besonders Hunde. Mag keine Handys mit zu vielen Funktionen und Pelzmäntel. Also die typische Nokia-Besitzerin. Was sagt sie denn dazu? Zerkaute Zeitungen sagen ihr jetzt nicht viel. Wegen dem Plakat, das wir gefunden und zusammengewürfelt haben, ist jetzt hier. Weiße Farbe. Die Flecken von Dalmatinern können auch braun sein. Nicht nur schwarz, aber die Nase hat immer dieselbe Farbe wie die Flecken. Das wird wahrscheinlich später irgendwann benötigt. Die Liste der Ahnungslosen. Okay. Also nicht ihre Schokolade. Und wir haben einen neuen Raum freigeschalten. Ich gehe trotzdem nochmal die Gespräche mit den anderen schnell durch. Da weißt du nichts von Hundepfoten. Was ist das immer mit diesem Apfelstrudel? Das ist meine Schokolade, sagt mein Vater nichts. Er will, dass ich lieber seinen Apfelstrudel esse. Der muss wirklich schlecht sein, der Apfelstrudel, wenn er sich so dagegen wehrt. Ich habe einen Hund aus der oberen Etage kommen sehen. Gut zu wissen. Ja, super, die Dame kennen wir schon. Gut, dann schauen wir uns den nächsten Raum an. Das ist ein Kinderzimmer. Doch hier. Also die Kamera einschalten. Haben wir die Pfotenabdrücke. Ach, da sind solche. Ja, immer mit vollem Zoom arbeiten. Ja, ist ja recht. Da haben wir was. Das ist das, der Hund vom Foto. Ah, Keller fragt nach mir. Ja, ich denke mal, so lange machen wir nicht mehr. Ich schau mal, vielleicht komme ich wenigstens noch durch dieses eine Abenteuer. Ich bringe ja relativ schnell durch.
Wahrscheinlich aber werde ich da nicht viel weitermachen, weil im Prinzip, es passiert nicht viel mehr. Ich meine, die Story jetzt hier ist nicht wirklich spannend. Wir haben ja im Prinzip schon die Lösung. Also, dass der Junge den Hund da entführt hat. Was will der von mir? Ah, okay, die Bücher. Es ist halt zumindest jetzt schon mal deutlich abwechslungsreicher als. Ah. Jetzt stelle ich mich aber auch unnötig an hier. Column. Weiß gar nicht, wie lange ich das spielen muss. Ah, okay, reicht schon. Na, Kolossus hieß es, glaube ich, auf. Oder Columns? Weiß jetzt gar nicht mehr. Das war ja von Sega diese Alternative zu Tetris. Weil Nintendo ja die Rechte damals besessen hatte. Eigentlich schon dreist, dass man das einfach so, dass man einfach so die Spielidee klaut. Diese Fotos sehen wir eigentlich noch drei. Ist da noch irgendwas von Interesse? Irgendwo sollten hier noch zwei Hinweise sein. Die kann ich nicht einzeln auswählen. Die habe ich schon. Okay, das wäre jetzt das erste Mal, dass ich ein bisschen suchen muss. Ich glaube, ich kann hier noch ein bisschen interagieren, oder? Genau, ich kann den Schrank noch aufmachen. Ich finde dann da noch ein bisschen mehr. Crespi mit Dalmatinerflecken. Schwarze Farbe. Dann haben wir die Szene jetzt komplett. Das könnte ich da wieder verhören. Ich denke mal, wir haben zumindest mal einen Eindruck von dem Spiel gehabt. Muss ja jetzt nicht auf Krampf da durch die ganze Szene geprügelt werden. Weil es wird tatsächlich nicht spannender, denke ich. Ist aber aus meiner Sicht zumindest mal für Kinder besser geeignet. Ältere werden aber da definitiv sich eher langweilen. Auch weil die Story jetzt, zumindest die erste Story, schon so vorhersehbar ist, dass man quasi schon nach der zweiten Szene weiß, was eigentlich passiert ist. Gut, also drei Kinderspiele und zumindest bei zweien habe ich eigentlich das Gefühl, dass man Kinder da an der Stelle einfach nicht für voll nimmt, dass man da schnell versucht, irgendwo Geld herzuziehen mit fertigen Ideen. Einfach irgendwas Billiges aufgewärmt hat. Um schnell an elterliche Kohle ranzukommen. Einzig tatsächlich dieses PSP-Spiel wäre vielleicht etwas, was für jüngere Kinder noch interessant wäre. Der Rest ist aber genau das, was die Sendung sagt. Schrott. Gut, dann
würde ich mich für heute, glaube ich, verabschieden. Ach, ich habe ganz vergessen, hier den Chat einzublenden. Warum sagt das keiner? Ich denke, wir können es für heute hier bewenden lassen. Nächste Woche Freitag, der 23. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, da wäre irgendwas gewesen. 24. Samstag werde ich natürlich keine Sendung machen. Ja, der Chat war schon zu sehen in der anderen Ansicht, aber hier in der Vollbildansicht war er nicht drin. Am 24. werde ich natürlich keine Sendung machen. Eventuell streame ich am Abend nochmal auf meinem Kanal, da bin ich aber auch noch nicht sicher. Vermutlich werde ich am 25. live gehen, aber dann auch erst zum Abend hin, schätze ich mal. Kommt drauf an, ob ein anderer den Kanal belegt. Ansonsten müssen wir es halt nächste Woche einmal ausfallen lassen. Wird sich zeigen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was am Freitag war. Also nee, Freitag kann ich nicht ausweichen. Gut, dann danke ich aber auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Falls wir uns nicht mehr sehen vor Weihnachten, dann wünsche ich euch allen schon mal ein frohes Fest. Und falls wir uns dieses Jahr gar nicht mehr sehen, dann auch noch einen guten Rutsch. Und ich hoffe, dass wir dann aber auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein bisschen zusammenfinden. Community Games bei Kellerabend. Also ich habe tatsächlich nichts Besseres vor. Dann würde ich sagen, wir raiden einfach direkt mal zu Keller rüber, oder? So, dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und frohe Weihnachten, guten Rutsch und vor allem ein schönes Wochenende. Bis bald. Servus.